Märkte hegen derzeit falsche Erwartungen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte in der neuen Woche. Warum hegen die Märkte falsche Erwartungen? Weil sie sagen, okay, wir haben am Freitag die Arbeitsmarktdaten aus den USA gesehen und die waren ein bisschen schwächer als erwartet. Also ist eine Zinsanhebung im September vom Tisch und ich meine, und wer sich mit der Fed intensiver beschäftigt, dürfte das ähnlich sehen. Das ist nicht der Fall, denn vergleicht man diese Daten mit Daten aus dem August der letzten Jahre, dann waren die relativ stark und genauso sieht die Fed das wohl und genauso wird sie sagen, der Trend stimmt. Und jetzt wird es darauf ankommen, wie die Daten der kommenden Woche schon morgen der ISM-Dienstleistungsindex ausfallen wird. Und dann werden die Märkte möglicherweise feststellen, dass sie falsche Erwartungen gehegt haben. Wir haben am Freitag diese Daten gesehen, mit etwas weniger Stellen als erwartet, aber trotzdem etwas am oberen Rand der Flüsterschätzung, kann man sagen. Und wir haben heute in den USA einen Feiertag. Dementsprechend wird die Sache relativ gemütlich verlaufen, um es mal so zu formulieren, in Europa. Die US-Märkte sind nach oben gegangen, aber der Dollar hat sich wieder erholt und ist mehr oder weniger an dem Punkt dann rausgekommen wie vor den Daten. Das heißt, man hat hier schon diese ganze Euphorie wieder ausgepreist, an den Aktienmärkten nicht. Und meine These ist, das wird die Aktienmärkte früher oder später einholen. Schauen wir uns erstmal an, was die Asiaten gemacht haben aus der ganzen Geschichte. Wir sehen den Nikkei 1% im Plus, wir sehen Shanghai 0,2% im Plus, Hang Seng 1,72%, da ist Party. Das sind so diese verschobenen Effekte der Verlinkung oder der geplanten Verlinkung mit der Börse in Shenzhen. Außerdem haben wir den Kaixin Einkaufsmanager Index einen Ticken über der Erwartung immerhin und Australien nach langer Zeit mal wieder im Plus. Mit 1%, was haben wir heute an Daten? Vor allem den Labor Day, den Tag der Arbeit in den USA. Daher wird die ganze Geschichte, wie gesagt, ziemlich ruhig verlaufen. Wir haben gleichwohl Einkaufsmanager-Index, Dienstleistung aus Deutschland und das Ganze dann um 10 Uhr aus der Eurozone. Also ein bisschen was an Konjunktur, wenn gleich eher aus der zweiten Reihe. Schauen wir uns mal an, was jetzt die Märkte wohl spielen werden. Wir sehen hier den Dow Jones im Handelsverlauf, wir waren ja am 1. September bei 18.290, sind dann nochmal hier nach oben geschossen nach den Daten, dann ging es wieder ziemlich massiv runter, jetzt haben wir einen guten Teil dieses Abverkaufs wieder aufgeholt, sind aber doch noch ein Stück weit weg von dieser oberen Begrenzung der Sideways Range, das gilt auch für den S&P 500, wenngleich der in letzter Zeit immer so einen kleinen Ticken besser performt als der Dow, wie gesagt, da ist noch relativ viel Luft bis zur oberen Begrenzung, die man bei 2193 ansetzen kann, 2156 unten diese Zone und der DAX wird es wohl heute packen, nach aktueller Indikation hier mal rauszukommen ein bisschen, wir dürften um und bei 10.740,45 reinkommen und haben dann kurzfristig die Chance nochmal nach oben zu laufen. Ich hatte ja gesagt, Sie können mich steinigen, wenn diese Geschichte nachhaltig nach oben läuft. Das aber schon überwiegend auch auf die US-Indizes bezogen und gesagt, wenn die US-Indizes nicht ausbrechen und das würde ich praktisch ausschließen oder da sehe ich eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dann wird der DAX früher oder später dann wieder zurückkommen müssen und wir können praktisch heute vergessen, was der DAX tut. Das dürfte nicht allzu relevant sein, was morgen passiert. Insbesondere mit dem ISM-Dienstleistungsindex, das wird von großer Relevanz. Also hier werden wir erstmal versuchen, über diese Seitwärtsbewegung, die bei 10.700 den oberen Deckel hatte, rauszulaufen. Mal sehen, wie nachhaltig die Geschichte ist. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an, 1,1172, was ich sagte. Wir haben praktisch den Stand vor den Daten sogar noch ein bisschen tiefer beim Euro-Dollar. Dollar-Yen kommt etwas zurück nach eher enttäuschenden Aussagen von Kuroda, da hatte man sich etwas mehr erwartet in Japan. Wir sehen das Pfund knapp über der 1,33. Öl kommt nicht so richtig aus dem Quark. Wir sind bei 44,16 $. Das Gold bei 1.324 leicht erholt, ebenso wie die Erholung sichtbar beim Silber 19,34 $. Also, heute wird eine ziemlich, intellektuell überschaubare Veranstaltung, so ab 11 ist dann die Sache wohl schon gelaufen und dann wird man so dahindämmern, wahrscheinlich über der 10.700er Marke beim DAX und jetzt erstmal einen guten Start in die Woche. Bis dahin, ciao.